Hier dieses Gebäude, da sind halt jetzt die meisten Klassenzimmer. Wir haben verschiedene Einteilungen in unserer Schule. Es gibt den A-Trakt, den B-Trakt, den C-Trakt und den E-Trakt und den D-Trakt. Und noch das erste Stockwerk, das Erdgeschoss und das zweite Stockwerk. Im E-Trakt gibt es die Chemiesäle, die Physiksäle und die Biologiesäle. Auf dem Schulplan steht halt dann, du hast im Raum C201. Dann findest du dich zurecht im Trakt C und im zweiten Stock und im ersten Raum. Dann gibt es den Silberfisch. Wo wir uns mit unseren Freunden treffen können. Und wir haben im Silberfisch noch eine Bibliothek, an denen wir Bücher ausleihen können oder Filme. Da ist halt auch die Mensa. Da können die Schüler, wenn sie Lust haben, am Nachmittag sich was Warmes zu essen holen und sich ihren Hunger da stillen. Manchmal gibt es halt richtig gutes Essen, aber manchmal gibt es so okay Essen. Also wir haben ein Schwimmbad, wir haben auch draußen viele Fußballfelder mit Wiese, aber auch Hartplatz. Die Dreifachturnhalle. Und beim Bitz und beim Silberfisch gibt es zwei Turnhallen, das sind die Ost- und die Westturnhalle. Und halt in den Mittagspausen, da kann man in die Ost-West-Turnhalle, um dort Fußball zu spielen. Es ging ja dann jetzt nach einer Woche, wusste ich ja schon, wo alles ist. Durch die Sanierung ist unsere Schule sehr viel schöner geworden, viel farbenfroher und offener und heller. Unsere ganze Schule wurde von innen viel bunter. Es ist farbenfroher und heller geworden, dadurch fühlt man sich hier wohler. Also die Räume sind sehr hell und bunt und es macht einfach, das ist eine richtig schöne Wohlfühlatmosphäre. Weil man ist halt fröhlich und dann, wenn das schon schöne Farben sind, dann kann man sich einfach darüber freuen, in die Schule zu gehen. Also in der alten Schule war viel weniger Platz als hier. Die Räume sind schön bunt und geräumig und die Stimmung hier ist besser geworden und hier sind die Räume einfach toll. Die Einrichtung. Ich finde die Möbel schön. Und ich finde es jetzt voll schön mit den Holzböden. Das neue Sekretariat. Und jetzt ist es alles viel übersichtlicher. Die Klassenräume wurden modernisiert. Es gibt viel mehr Technik in den Klassenräumen. Ich finde diese schönen Ganztagsräume schön. Da kann man sich auch richtig gemütlich fühlen. Dass es jetzt hier auch so eine Couch gibt im Aufenthaltsraum für die Stundenpause, finde ich schon. Unsere Schule ist sehr fortgeschritten, was die digitalen Medien angeht. Wir haben vor allem immer und überall Whiteboards, die alles sehr viel einfacher machen. An den Whiteboards, da kann man zum Beispiel, wenn man einen Strich gemalt hat, kann man den Strich gerader machen. Und wenn man einen krummen Kreis gemalt hat, kann man den Kreis so gerade machen. Also, das ist halt nicht so wie in der Grundschule, dass man auf grünen Tafeln schreibt mit Kreide. Es ist halt so, dass es da eine Tafel gibt, wie zum Beispiel einen Computer. Wir müssen nicht mehr mit alten Tafelschwämmen rumwischen und haben auch die Möglichkeit, schnell ins Internet zu gehen und das über den Beamer zu zeigen. Also die Schule macht es auf jeden Fall anders, dass die viel technischer, neumodischer ausgestattet sind. Zum Beispiel, dass man jetzt auch mal was mit diesen Mini-Laptops da macht. Also, wir haben ja diese Notebooks, mit denen wir auch in Mathe jetzt zurzeit gearbeitet haben. Da machen wir auch Aufgaben. Also es gibt ja iPads hier seit neuestem an der Schule. Auch solche Kameras, wo man das drunterlegen kann und dann zeigt es der Bildschirm. Also die sind nett. Und die helfen halt auch, wenn man jetzt was nicht versteht. Also ich finde, es gibt sehr gute Lehrer und ich hatte auch schon viele gute Lehrer, aber es gibt auch Lehrer, die ich nicht so gern mag. Die meisten Unterrichtsstunden machen mir auch sehr viel Spaß. Die denken sich halt auch was aus für den Unterricht. Und die Unterrichtsstunden, die sind von den Lehrern sehr gut gestaltet, also dass man das auch versteht. Vor allen Dingen, die helfen dir auch, wenn man es halt mal nicht versteht. Die machen halt Spiele im Unterricht. Die sind hilfsbereit und die erklären einem, wenn man es jetzt halt gerade mal nicht checkt. Die Lehrer an unserer Schule sind sehr offen und helfen uns auch immer weiter, wenn wir Probleme haben. Die Lehrer sind meistens sehr nett. Es gibt ein paar Ausnahmen, die sind ganz nett, aber die meisten sind sehr nett.
Die Schule ist für mich besonders, weil sie ist halt keine Schule wie jede andere, sondern man hat halt viele Möglichkeiten, in der Freizeit Sachen zu machen, wie Wahlunterricht oder, aber man kriegt trotzdem halt auch Fördermöglichkeiten, wenn man irgendwelche Schwächen hat. Ja, die Förderung ist halt hier gut und hier wird man halt schlau. Gute Betreuung auf jeden Fall, Hausaufgabenhilfe. Man hat halt auch hier einfach die Angebote mit der, wie ich jetzt in der Ganztagsklasse, dass man halt keine Hausaufgaben für daheim hat und dass man, finde ich, mehr lernt und dass man halt als Klasse mehr zusammenwächst. Was ich auch persönlich sehr schätze, ist, dass man für jede Stunde dann auch seinen Klassenraum wechseln kann. Ich glaube, das ist ein Privileg, das gibt es nicht an jeder bayerischen Schule. Hier kann man viel mehr neue Freunde kennenlernen, weil ich neue Freunde kennengelernt habe. Da lernt man neue Freunde kennen. Die sind sehr nett, die helfen mir auch, wenn ich was nicht hinkriege. Weil ich auch Klassenkameraden gefunden habe, die mit mir jetzt befreundet sind. Weil ich vorher ohne Freunde in die Schule gekommen bin, weil die anderen alle woanders hin wollten. Also ein sehr großes Schulgelände, wo man auf jeden Fall auch schnell Freunde findet, wenn man noch keine hat, wenn man neu hier ist. Hier ist auch viel mehr Ausrüstung, ganze Räume voller Computer. Und in den normalen Pausen kann man sich ganz normal in der Schulstraße aufhalten und dort steht sogar ein Klavier, an dem man sich austoben kann. Ja, riesige Pausenhöfe. Und hier gibt es auch viele Spielmöglichkeiten in der Mittagspause und so. Da gibt es ja auch das Chili-Café, wo man sich Essen kaufen kann, wenn man mal was vergessen hat. Also das finde ich sehr gut. Allgemein einfach das Klima an der Schule, es ist eigentlich ein relativ offener, freundlicher Umgang miteinander. Und ja, hier kann man es gut aushalten.